Zahnbürste. Schön, dass du dieses Video geöffnet hast. Mein Name ist Andrea Jakob und heute machen wir einfach mal eine Produkttestung. Das ist die High Brush Zahnbürste aus dem Internet. Du wirst feststellen, dass dieses Gerät unterschiedliche Namen hat. Es wird manchmal tituliert als 10 Sekunden Zahnbürste, V-White Zahnbürste, High Brush. Wir haben das jetzt getestet. Und letztendlich gibt es hier einen On-Off-Knopf und diese Zahnbürste, dieses Konstrukt gibt es in unterschiedlichen Farben und es gibt unterschiedliche Stufen, wie man das Ganze benutzen kann. Letztendlich ist es so, ich habe das getestet, es ist ein schönes Produkt, sieht mega stylisch aus. Es gibt dazu eine Ladestation und dann, wenn du genau hinschaust, gibt es hier vorne und hinten so Rillen. Ja, ich denke mal, das erkennt man. Und das ist etwas, wo die Zahnpasta letztendlich reinkommt und dann nimmst du das in den Mund. Wir machen jetzt hier in die High Brush Zahnpasta. Da ist so eine vorgefertigte Rille, da kommt das einfach rein. Ich zeige dir das gleich. So sieht das aus. Ja, ich hoffe, man sieht das. Das gibt es auf der Rückseite auch. Da machen wir das auch rein. So, jetzt mache ich das ein bisschen nass. Und jetzt probieren wir das mal. Aber die ganze Zahnpasta ist da noch drin. Die Werbung verspricht, dass du dir die Zähne putzen kannst, während du duschen gehst, während du bügelst, während die Frauen sich schminken. Ich sag mal so, ihr könnt das gerne ausprobieren. Fakt ist, an meinen Zähnen kommen diese Kunststoffborsten gar nicht dran. Es ist natürlich so, dass ich durch die Vibration das Wasser so in Schwingung gerät, dass wahrscheinlich ja, grobe Speisereste irgendwo zwischen den Zähnen rausgespült werden. Aber letztendlich, wenn du dir vorstellst, wie soll das irgendwo funktionieren? Jetzt ist es zusätzlich noch so, dass du, wenn du eine elektrische Zahnbürste hast, vielleicht kennst du das, da musst du dich umstellen, weil durch diese Schallbewegung, durch die Schwingung, es ist ein Gefühl, woran man sich erst gewöhnen muss. Bei diesem Produkt ist es so, dass ich mir das für mich als so große Zahnbürste täglich in meinem Mund nicht vorstellen kann. Weil was du nicht vergessen darfst, während du Zähne putzt, meinetwegen auch beim Duschen, du speichelst zusätzlich. Dein Mund ist voll. Also, mein Resümee. Guter Ansatz, aber ausbaufähig. Diese Kunststoffborsten reinigen nicht meine Zähne. Also, du entscheidest selber. Ich kann es meinen Patienten nicht empfehlen. Und bis dahin, bleib bitte gesund.